61. Jetzt ist Schluss mit lustig. Daneben. Ja komm, da bringt das ehrlich gesagt wenig, wenn wir alles sowieso daneben hauen. Ja komm her, komm her. Ja, ja, jetzt ist auch okay. Warte mal. Daneben. Schön ist, die können nicht gut ausweichen. Nein! Und tschüss. Alter. So, bei denen kann man am besten anscheinend zur Seite ausweichen. Oh, die haben mich schon halb darum gehauen. Ja, ich sollte direkt mal was gegen mein Mana-Problem tun. Aber was? Vielleicht das Heilkraut mitnehmen. Oder den Druiden-Schierling. Pilz. Ja, haben wir hier noch so irgendwas Feines? Ja, da hinten ist Kraut und da ist eine Höhle. Da ist sicherlich gleich direkt wieder am Eingang ein Ghoul, dass wir da nicht rein können. Ah. Au. Oh. Leiche. Mit einem Besen, einer Heugabel, einer Schöpfkelle und 27 Goldmünzen. Noch eine Leiche mit Schaufelspitzhacke und 10 Goldmünzen. Ja, komm. Plündern wir mal die Truhe hier. Ich habe immer noch diesen Lauf. Wuhu. 17 Pfeile, einen Ring und einen kleinen Heiltrank. Dem Ding begegnen wir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, oder? Ich meine schon. Da werfe ich auf jeden Fall mal einen Heiltrank rein. Oder auch noch einen zweiten. So, speichere dann noch einmal. Das ist eine, wie heißt sie? Donnerechse, genau. Mit einem Garten auf dem Rücken. Die ist ziemlich mies. Ja. Da sie extrem viel aushält. Oh. Und dadurch gleich anfängt anzugreifen. Also ein sehr, sehr weiten Angriffsradius. Da kann man nicht zur Seite hin ausweichen, sondern eigentlich nur zurück. Und die macht auch nicht gerade wenig Schaden. Verdammt, ich habe gleich nicht mehr keinen Platz mehr zum Ausweichen. Ich will zurück. Ja. Glück gehabt. Das war die Donnerechse. Die könnten wir rein theoretisch besiegen, wenn ich mich nicht so dämlich anstellen würde und mich einfach von der dreimal treffen lasse. So, laden wir mal eine Runde. Tiefe Gewässer sind tödlich. Genau diesen Hinweis wollte ich euch geben. Deswegen bin ich gestorben. Schön, dass die Musik im Hintergrund weiterläuft. Zumindest eine gute Sache. Düm, düm, düm. Ja, danke. So, kämpfen wir jetzt nochmal gegen die? Ich würde mal sagen, ja. Kann ich die auch einfrieren? Kann ich. Damit habe ich einen gewaltigen Schadensvorteil. Ja. Ja. Und zweimal zurückweichen. Ja. Ja. Zweimal drehen. Einmal drehen. Und ich wollte zurückweichen. Aber egal, das hat nicht viel Schaden gemacht. Sag mal. Mädel. Daneben. Daneben. Einfach so schnell wieder. Danke. Und das pariert sie sofort wieder. Verdammt. Ja. Ja.
Oh mein Gott, das wird knapp. Und ein Angriff, ich bin tot. Das ist so krass, was dieses Viech an Schaden raushauen kann. Mit dem Talent Akrobatik verringert sich sein Fallschaden bei großen Höhen. Yay. Schon in Gothic 3 war das so, dass man dann nicht mehr durch Fallschaden sterben kann. Hehe, das war extrem lustig, wenn man dann von einer Riesenklippe runtergesprungen ist und... Naja. So, ihr wisst natürlich alle, was ich vorhab. Das Viech platt machen. Diesmal allerdings auf eine intelligente Art und Weise. Einfrieren. Hoffen, dass ich zeitlich herumlaufen kann. Einfrieren. Einfrieren. Donnerechse, was machst du jetzt? Die trägt übrigens zwei Bären und eine Heilpflanze bei sich. Das ist ja ja nischt. So, dafür hat sich allerdings für diese Mana-Pflanze gelohnt. Und für eine Ogerwurzel. Und für einen Ausblick aufs Meer. Das ist doch auch mal was. Wenn wir da übrigens runterfallen, sterben wir höchstwahrscheinlich. Möchte ich jetzt noch nicht ausprobieren. Ich möchte erstmal den glorreichen Sieg gegenüber dieser Donnerechse feiern. Und mich am besten dann direkt mit 15 Milliarden schwarzen Wölfen anlegen. Ja, warum nicht? Sind, ich sehe bisher drei. Ja, kann man mal machen. Attacke! Ich sehe nichts. Verdammt, daneben. Jetzt habe ich nicht mehr genug Mana. Ja. 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 War klar. Deswegen wollte ich eigentlich zur Seite ausweichen, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Wir umkreisen uns, die Bestie und ich. Also das Ausweichen musst du noch lernen. Schwarzer Wolf. So, das sieht auch sehr, sehr schön hier aus. Das passt aber perfekt ins Bild. Das Ding nicht so, aber das Ding passt eigentlich gut rein. Hätte man als Entwickler auch da direkt hinsetzen können. Ich habe übrigens noch keine Lust, mich zu heilen. Das ist übrigens die beste Kombination gegen Tiere, weil die Tiere auch relativ schnell ausweichen und dann einen Gegenangriff starten. Bei den meisten anderen kann man ja so eine 5er-Angriffskombination gerne mal durch... Ach, das ist ein Keiler! Ich dachte, das gerade wäre eine Ogerwurzel. Nein, wir wollten immer noch zum Tempel. Wir müssen dafür nach oben. Einmal durch die Donnerechse durchlaufen. Könnte man auch mit einem Hügel so ein bisschen Geröll verwechseln. Stinkt das hier? Könnte ich mal vorher duschen oder wie? Wahrscheinlich müssen wir es auch noch durch dieses Kackding durch. Na, steht da irgendwas von wegen Ost, steht eine Ostküste. Wir werden es da wohl durchboxen müssen. Trotz unserer Verwundungen und unserer fehlenden magischen Konzentration. Ich hoffe einfach mal, dass hier nur Gnome sind. Weil diese... Oh, da. Gnome. Nutzen wir dafür mal einen Mana-Trank? Ja, können wir mal machen. Ne, Alchemie. Also, kein Mana-Trank, sondern eine Mana-Wurzel. Zack. Drücken dann mal schön die 3. Und sagen, Allö! Daneben. Daneben. Getroffen, getroffen? Ja, den richtigen getroffen. Komm her. Ich warte, ich will nicht gegen eine Steinwand kämpfen. Ja.
Ah. Sie haben keine Chance. So, da würde ich mal sagen, das war der Gnom. Das war der Gnom. Ach ja, und das hier war der Gnom. Ein weiterer Werkzeugbeutel für uns. Oh, wir haben das Ding dreimal eingesetzt. Wie viel Mana kostet der Eiskristall eigentlich? 10 Mana. Schön, da habe ich mich schon mal darüber gewundert, dass das Ding so teuer ist. Naja, gut, aber wir haben das Mana an sich ziemlich gut angelegt. Dadurch, dass wir dann die Gegnergruppen so stark dezimieren können. Weil die alle eingefroren sind. Nein! Nein! Also. Jawoll! Perle, Brot und Goldmünzen. Immer gerne. So, speichern wir mal eine Runde. Gucken wir uns mal im Kessel an. Fischsuppe. Könntest du ein bisschen Fleischtopf machen? Hast du also noch an, dass wir nur 6 Kartoffeln haben? Oder 6 Zwiebeln? Ich glaube, ich mache, dass wir ein bisschen gebratenes Fleisch. Sieht richtig lecker aus. Finde ich auch. Oh, da brauchen wir rohes Fleisch für. 25 zu 25. 10 zu 25 braucht Zwiebeln, das Ding braucht Kartoffeln. Ne, dann warten wir noch ein bisschen. Ich war am Überlegen, ob wir so eine Kombination aus Lebenspunkt und Mana wiedergeben und es mal mitnehmen. Da unser Mana ja immer noch ziemlich schnell erschöpft ist. Zack. In die Tiefen der Katakomben zu den Gnomen. Laufen wir jetzt einfach mal rein. Wenn ich jetzt nicht falsch rumgelaufen bin, dann ist gleich außerhalb der Höhle bin. Nein, ich bin anscheinend richtig rum. Ich glaube, das ist nicht... Ich glaube, ich weiß, wo ich hier bin. Und ich glaube nicht, dass es so vorgesehen ist. Hey, du. Ja, ich meine dich. Wandelndes Knochengerüst. Komm mal her. Aber ganz schnell. Komm mal ganz. Oh. Ich wollte eigentlich nur den einen haben. Ja! Ja! Ha, alles pariert. Scheiße, ich hab den falschen. Wieso habe ich den falschen angewählt? Warte mal. Ich habe gerade einen Angriff drauf bekommen. Hatte ich nicht vorhin volle Lebenspunkte? Ja! Ja! Oder war das wirklich ein Angriff? Ja! Schade, ich dachte, der zweite schnelle Angriff hinterher passt. Immer dann, wenn ich zum Angriff aushole. Okay. Ich hab's einfach nicht drauf, das muss man so sagen. Ich sollte wirklich mal eine Kombination aus Kontern und Ausweichen machen, so wie ich es früher getan habe. Aber naja, es ist auch lange her, dass ich Risen gespielt habe. Vor allem, wir spielen das Ganze ja auf Hard, damit das nicht zu einfach... Ne, ich hatte nicht volle Lebenspunkte. Da ist die Krux. So, das muss reichen. Ich möchte eigentlich ja nur einen herbeordern. Da hinten ist das zweite Skelett. Ich könnte das Ding ja einfach mal einfrieren. Friere, 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 friere. Komm her, Skelett. Stab gegen Stab. Ja! Er hatte nicht mehr Reichweite. So, in dem einen Augenblick, in dem ich nicht pariert habe, hat er mich noch einmal getroffen. Hey, Skelett. Scheiße, der überlebt. Oh, war der knapp. So, ja. Da geht es rein, in die Tiefen. Der Tiefen, der Tiefen. Zu den Tiefen, der Tiefen, in den Tiefen, der Tiefen.
Aber erstmal ein bisschen Gold mitnehmen. Das hat sich gelohnt.